Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, auch wenn wir heute in kleiner, familiärer Runde hier beisammen sind. Freue ich mich sehr, dass Florian Pfaff den Weg zu uns auf sich genommen hat, um über den Frieden heute zu sprechen. Wir haben heute eingeladen im Namen von der Basisdemokratischen Partei hier vom Landkreis Friedrichshafen gemeinsam mit Ravensburg. Und wir haben uns gegründet von Ravensburg 2021 mit dem Grundgedanken, dass wir basisdemokratische Entscheidungen treffen möchten und nicht erleben möchten, dass in der Politik Dinge passieren und wir überhaupt keine Mitsprachemöglichkeit haben. Die Basis hat vier Säulen, an denen wir uns orientieren, und auch Florian Pfaff ist Mitglied bei uns in der Basis und setzt sich da für den Frieden ein. Wir sind sehr dankbar, dass er war ja bei der Bundeswehr und ist dort, hat dort nicht mehr mitmachen wollen, da er die Kriege nicht unterstützen wollte, was er, denke ich, nachher selber ausführlicher berichten wird. Und wir sind sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die sich, die einfach zeigen, dass es nicht sinnvoll ist, über alles zu machen, und die sich wirklich aktiv für den Frieden einsetzen und gerade in der aktuell politischen Situation durch Deutschland reisen und darüber sprechen und die Menschen aufklären und den Menschen die Informationen zukommen lassen, die wir leider in vielen Medien so nicht erhalten. Und so möchte ich gerne übergeben an Florian Pfaff. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. An Sie alle, die Sie gekommen sind. Denn es macht wenig Sinn, wenn ich hier irgendetwas vortrage und niemand erzählt es dann weiter. Deswegen wird das auch aufgenommen, hier später im Internet verbreitet, wo es dann eigentlich erst viele Leute erreicht. Der Saal ist ja noch nicht riesig und ist außerdem nicht gefüllt. Also es tut Not, dass man hier auch das Internet bemüht. Ja, ich beginne mal gleich damit, dass ich bei der Bundeswehr eingetreten bin, 1976 als Wehrpflichtiger. Ich habe mich dann auch im selben Jahr noch verpflichtet. Aber nur deswegen, weil die Bundeswehr damals die größte Friedensbewegung in Deutschland war. So haben die sich genannt. Und das war auch glaubhaft, dass es tatsächlich nur um Frieden geht und dass wir niemals im Leben einen angreifen, was später allerdings 1999 dann doch der Fall war. Und darauf, also im Jahr 2003, genau, hat die Bundeswehr sogar versucht, mich für diesen Angriffskrieg im Irak zu gewinnen. Die haben gesagt, nun vergessen Sie mal die Befehle, die wir Ihnen früher gegeben haben, in der Vergangenheit, und machen Sie nur, was wir Ihnen jetzt befehlen. Und jetzt befehlen wir Ihnen, brechen Sie Ihren Dienst ein und die Gesetze, also es geht jetzt auf in den Irakkrieg. Der Irakkrieg war natürlich ein klassischer völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das wurde im Fernsehen am Tag davor sogar so angekündigt. Und trotzdem haben die Leute gesagt, da machen wir mal mit und Sie machen auch mit. Ich hatte nur gesagt, ich werde jeden Befehl prüfen müssen, ob ich beteiligt bin. Und wenn ich einen Befehl erhalte, wo ich der Meinung bin, der beteiligt mich, dann werde ich den Gehorsam verweigern. Also konkret habe ich im Grunde nur diesen einen Befehl nicht befolgt, dass ich nämlich nicht mehr prüfen soll. Ja, und da war ich natürlich nicht einverstanden. Also ich bin ja auch erstmal, als ich gesagt habe, ich werde die Befehle prüfen müssen, eine Woche in der Psychiatrie gelandet. Da wird man dann untersucht, ob man noch alle Tassen im Schrank hat, weil es kann ja nicht richtig sein, dass der nicht erkennt, da der komische Mensch, wer die Macht hat. Ja, natürlich habe ich gewusst, wer die Macht hat. Das waren die Amerikaner. Aber die haben nicht das Recht gehabt. Zu Angriffskriegen hat niemand das Recht, auch dann nicht, wenn er ein Untertaner der Amerikaner ist und sagt, ich habe ja nur Befehle der Amerikaner befolgt. Befehle befolgen ist kein Argument. Auch ich hätte mich strafbar gemacht, wenn ich an dem Krieg mitwirke.
dass mehr oder weniger die ganze Bundeswehr mitgemacht hat. Also es gab immer wieder Ausnahmen. Ich habe 1999 auch nicht gewusst, dass da ein Dutzend Piloten schon verweigert hat. Aber dass der Rest der Bundeswehr da immer schön mitgespielt hat, das ist eigentlich erstaunlich. Das hätte ich nicht geglaubt, wenn mir das einer 76 erzählt hätte. Hätte ich gesagt, du machst unsere Amerikaner schlecht, unsere Freunde, die werden nie einen Angriffskrieg befehlen und du machst die Bundeswehr schlecht. Die kann ja gar nicht solche Angriffskriege unterstützen. Kommt ja sofort der Staatsanwalt und rocht die ein. Naja, wir wissen, dass das anders ist und ich habe in der Zwischenzeit auch gelernt, dass es in Deutschland gar keine unabhängige Staatsanwaltschaft gibt. Deswegen werden Haftbefehle, die Deutschland ausstellt, auch nicht ernst genommen. Das kann niemand bei Interpol oder in Europa einen Haftbefehl, also der kann ihn ausstellen, aber die legen den sofort auf die Seite und sagen, ihr habt ja eine politische Staatsanwaltschaft, das nehmen wir nicht ernst. Ja, dann ging das natürlich weiter bis Degradierung durch das Truppendienstgericht. Gesund war ich dann ja, nachdem zumindest der Truppenarzt, der erstmal das Urteil der Untersuchungsstelle nicht anerkennen wollte, der gesagt hat, sie sind vielleicht trotzdem krank, nachdem der von seinem Vorgesetzten eingefangen wurde, der hat gesagt, sieht man doch sofort, dass sie gesund sind. Da ging das dann also mit Staatsanwalt erstmal weiter und Degradierung durch das Truppendienstgericht. Der Staatsanwalt hat allerdings gesagt, was soll er denn sonst machen, das Verfahren stelle ich gleich ein, bei dem, was in Presse, Funk und Fernsehen kommt, kann man ja nicht anders. Dann hat die Bundeswehr dort Beschwerde eingelegt und wie gesagt, die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden, hat er also weiter ermittelt. Und dann hat mich das Truppendienstgericht eben nicht entlassen, was der Bundeswehr nicht recht war. Die haben gesagt, der muss ja jetzt entlassen werden, wenn der nur degradiert ist. Das hilft ja nichts, das macht er ja wieder. Dann habe ich gesagt, das ist richtig, wenn er mich degradiert, mache ich das wieder. Wenn er mich im Dienstgrad belastet, mache ich das auch wieder. Wenn er mich befördert, mache ich das auch wieder. So, und daraufhin ging das also von denen und von meiner Seite aus oder von unserer mit meinem Anwalt nach Leipzig. Beide Seiten waren wir nicht glücklich mit dem Urteil. Und die Leipziger Richter haben entschieden, bei solchen Verbrechen muss kein Mensch mitmachen. Da reicht ja schon, dass der glaubt, dass das ein Verbrechen ist. Das müssen wir gar nicht amtlich feststellen, ob der Irakkrieg ein Angriffskrieg ist. Da waren die froh, denn die Politik wollte ja gar nicht, dass man feststellt, dass die Bundeswehr da nicht mitmachen darf. Und dann hat die Bundeswehr zu meinem Überraschen gesagt, ja, dann können wir das Urteil jetzt auch nicht achten. Wenn wir schon die Gesetze missachten, damit wir in den Krieg können, dann würde uns das Gericht ja auch unseren Krieg verhageln. Also haben die gesagt, dann werden wir das jetzt nicht anerkennen und in anderen ähnlichen Fällen, da haben die sich was Schönes einfallen lassen, da haben die gesagt, das hat ja einen politischen Hintergrund. Naja, natürlich war das eine Gewissensentscheidung, die hat das Gericht anerkannt. Und natürlich ist eine Gewissensentscheidung, einen Angriffskrieg bleiben zu lassen, nicht ganz unpolitisch. Das wirkt sich natürlich politisch aus, aber deswegen ist ein Angriffskrieg nicht legal und deswegen darf man auch kein Gewissen brechen. Und die haben einfach gesagt, nö, sobald wir behaupten, das hat einen politischen Hintergrund, machen wir, was wir wollen, das Urteil werden wir nicht achten. Der Funktionsfähigkeit der Streitkräfte ist in solchen Fällen Rechnung zu tragen, indem der Befehl mit angemessenen Mitteln durchgesetzt wird, haben sie geschrieben, allerdings in ihrem internen passwortgeschützten Bereich. Das kam mir natürlich trotzdem zu Augen und dann habe ich dagegen wieder geklagt, wieder gewonnen und dann hat die Bundeswehr gesagt, okay, jetzt lassen wir das mit dem Gewissen, jetzt sagen wir, er hat einen schlechten Charakter. Mit dem bin ich dann in Ruhestand gegangen mit dem schlechten Charakter. Das will ich noch kurz sagen, damit man auch weiß, wie nett die Bundeswehr da ist, wie kameradschaftlich und wie fürsorglich. Ich habe ein Buch geschrieben, Totschlag im Amt, wie der Friede verraten wurde. Und ich habe mich natürlich nicht getraut, das zu veröffentlichen, ohne dass die Bundeswehr ihren Segen dazu gibt. Ich habe denen gesagt, wenn ihr noch Positivbeispiele habt, gebt sie mir. Ich will ja ein neutrales Buch schreiben, das soll nicht pro oder contra, das soll objektiv sein. Also nehme ich gerne noch ein Positivbeispiel mit auf. Dann haben die das gelesen, haben gesagt, Positivbeispiel haben wir nicht, aber das ist alles freie Meinungsäußerung. Dann habe ich meinem Verleger gesagt, okay, jetzt veröffentlichen, jetzt kann das in Druck. Und dann hat die Bundeswehr gesagt, so und jetzt Beförderungssperre. Dann habe ich gesagt, wie bitte, wegen was denn? Ja, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung in Anspruch genommen haben. Also auf Deutsch. Wenn man vorher sagt, es ist freie Meinungsäußerung, dann ist gemeint, der Betreffende soll doch wissen, dass er das Buch nicht veröffentlicht.
Sie wissen doch, so ungefähr, Sie wissen doch, dass die Probleme hinterher, also Heuchelei ist erwünscht. Das ist dieser Wert Westen, der hat als obersten Wert Macht, Geld und jede Menge Heuchelei. Und das habe ich am eigenen Leibe damals erlebt. Nicht nur, dass Sie sagen, die Gesetze bitte missachten und auch das mit dem Dienstzeit, das nehmen wir mal nicht so ernst, sondern dass Sie sogar hinterher sagen, die Justiz interessiert uns überhaupt nicht. Was allerdings jetzt nicht ganz so ungewöhnlich ist, viele werden wissen, dass es ja auch einen Verteidigungsminister gab, der das Bundesverfassungsgericht ignoriert hat. Das Verfassungsgericht hat gesagt, wenn ein Flugzeug entführt ist, dann darf man das nicht abschießen, wenn da Zivilisten auch drin sitzen, Unschuldige. Und der Minister hat gesagt, das Verfassungsgerichtsurteil interessiert mich nicht, ich gebe den Befehl trotzdem. Daraufhin hat der Bundeswehrverband seinen Mitgliedern empfohlen, wenn so ein Befehl ergeht, ihn nicht auszuführen. Also auf Deutsch, die Bundeswehr hat sich losgelöst von den Gesetzen, denn die macht ja eigentlich das Parlament auch für die Bundeswehr. Die Gesetze gelten für alle. Und die Bundeswehr hat sich losgelöst 2003 auch von der Justiz. Und das habe ich mitgekriegt am eigenen Leibe. Deswegen darf ich es auch sagen. Ich dürfte es nicht sagen, wenn ich es von anderen Kameraden wüsste. Wenn ich sehe, wie der behandelt wird. Wir haben nämlich, im Grundgesetz steht ja, eine Zensur findet nicht statt. Man muss das ja immer nur umdrehen. Eine Zensur findet also jeden Tag statt. Es kann jeder Arbeitgeber verlangen, dass seine Untertanen schweigen, wenn sie etwas gegen ihn sagen, denn das schadet ja dem Arbeitgeber und deswegen darf man das nicht. Ausnahme, wenn der Betroffene selber, also wenn der, der es veröffentlicht, auch der Geschädigte ist. Dann darf der sagen, ich möchte aber nicht geschädigt werden. Aber wenn zum Beispiel die Tabakindustrie irgendwas in den Tabak reinmischt, was krank oder süchtig macht, und wenn das einer jetzt veröffentlichen würde, dann könnte der Arbeitgeber ihn entlassen, nach dem Motto, das schadet unserem Verkauf. Und insofern haben wir jeden Tag Zensur. Natürlich auch in den Medien, wenn die Journalisten unterschreiben müssen, dass sie nichts Böses schreiben, nichts Schlechtes schreiben gegen den großen und den kleinen Bruder, dann ist ja die Zensur vorprogrammiert. Die können ja gar nicht, ohne Angst haben zu müssen, dass sie dann entlassen werden, die Wahrheit, die volle Wahrheit berichten. Ja, und nur ganz kurz hier noch, die evangelische Militärseelsorge macht da mit. Die hat zum Beispiel dann veröffentlicht, dass die Europäische Menschenrechtskonvention nicht gelten kann. Da ganz unten wären die Menschenrechtspakte anwendbar, dann könnten sich diese Einsatzkontingente häufig gar nicht rechtstreu verhalten. Wie sollen die denn die Leute da festhalten? Wie sollen die Türen eintreten? Wie sollen die ohne richterliche Genehmigung den dann in Haft nehmen? Das geht ja gar nicht. Auf Deutsch gesagt, dann kann die Menschenrechtskonvention nicht gelten. Natürlich ist das pervers, im wörtlichen Sinne umgedreht, weil natürlich die Konventionen dafür da sind, dass die Soldaten hinterher das nicht machen können. Aber da spielt die evangelische Militärseelsorge eben mit. Und auch die katholische Kirche war in dem Ukraine-Krieg, auf den ich gleich komme, nicht zimperlich. Feindesliebe hat ein Pfarrer im Deutschlandfunk veröffentlicht. Ja, versteht er, dass es dann noch Leute gibt, aber er hält nichts davon. Viel besser ist, wenn jetzt Moskau erzittert. Da bin ich dann aus der Kirche ausgetreten. Also es ist schon sehr interessant, dass wir eigentlich eine Diskussion nötig hätten. Warum ist eine zensurfreie Diskussion und ein freies Internet wichtig? Nur da lasse ich mal den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts sprechen. Es ist geradezu ein Wesenselement der Diktaturen und autokratischen Systeme dieser Welt, dass freie Medien gleichgeschaltet und unterdrückt und der Zugang zum Internet reglementiert werden. Also das habe nicht ich gesagt, das behauptet der, dass wenn man das Internet oder den Zugang zum Internet reglementiert, dass das typisch für Diktaturen und autoritäre Staaten ist. Und das Gleiche ist bei Gleichschaltung der Medien. Nun wird hier im Saal niemand sitzen, der glaubt, dass unsere Medien völlig frei sind, sondern dass sie fast gleichgeschaltet sind. Ich widerspreche, dass sie ganz gleichgeschaltet sind, möchte hier ein Positivbeispiel bringen, wo tatsächlich in einem Mainstream-Medium, nämlich NDR, die Wahrheit gesagt werden dürfte. Ich spiele das nur an, wen es interessiert, der kann von mir hinterher diese Dateien haben, denn man findet das auch teilweise noch im Internet. Ein Mann mit Haltung und mit einer Meinung, die er als Freund der Debattenkultur auch dann äußert, wenn sie unbequem ist.
SPD-Urgestein Klaus von Donani zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und ich bedanke mich für die Einladung. Sie haben, als Sie das Buch fertig hatten, das nicht für möglich gehalten. Doch, das passiert. Ich habe ja ausdrücklich in dem Buch gewarnt. Ich habe gesagt, wenn die Ukraine weiterhin in die NATO getrieben wird, und das ist amerikanische Politik, wenn das geschieht, dann kann es einen Krieg an den Ostgrenzen Europas geben, da wo er jetzt auch stattfindet, nämlich an den Ostgrenzen in erster Linie der Ukraine. Das haben amerikanische Fachleute, insbesondere der heutige Geheimdienstchef von Präsident Biden, hat das ja ausdrücklich im Jahr 2019 geschrieben. Also ich breche ja ab. Der hat übrigens noch viele andere schöne Sachen gesagt, zum Beispiel, dass der Herr Burns auch gesagt hat, er hat niemanden getroffen, ich betone niemanden, der anderer Meinung wäre zu Ukraine und Krim als Putin. Das ist deswegen wichtig, weil ja jetzt die Idee der Hardliner dahin geht, Putin umzubringen oder durch eine Revolution auszutauschen. Und die würden sich wundern, welcher Hardliner da an die Macht kommt. Es gibt in Russland, in der Duma oder überhaupt in der russischen Elite, kaum jemanden, der der Meinung ist, der Ukraine-Krieg ist falsch. Und wenn das sogar Herr Burns geschrieben hat, 2019, dass die Russen gar nicht anders können, dann muss man Klaus von Donani recht geben, dass er ein gewisses Interesse an dem Krieg den USA unterstellt. Denn die hätten das ja auch bleiben lassen können. Aber man wollte, dass eben Deutschland und Russland getrennt wird. Was man genau wollte, möchte ich jetzt vorspielen. Auch das, wie gesagt, sehr interessant, allerdings in unseren Medien nicht zu finden, sondern da muss man dann ins Internet gehen. The primordial interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the First, Second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen. The point is that the United States is prepared to create a cordon sanitaire around Russia. Russia knows it. Russia believes that the United States intends to break the Russian Federation. I think that, as Peter Lorre put it, we don't want to kill you, we just want to hurt you a little bit. The United States has a fundamental interest. It controls all the oceans of the world. No power has ever done that. Because of that, we get to invade people and they don't get to invade us. It's a very nice thing. Maintaining control of the sea and control of space is the foundation of our power. The best way to defeat an enemy fleet is to not let it be built. The way the British managed to make certain that no European power could build a fleet was to make sure the Europeans were each other's throats. The policy that I would recommend is the one that Ronald Reagan adopted toward Iran and Iraq. He funded both sides so they would fight each other and not fight us. This was cynical, it was certainly not moral, it worked, and this is the point. The United States cannot occupy Eurasia. The moment the first boot sets the ground, the demographic differential is we are totally outnumbered in Iraq. We can defeat. So we don't have the ability to go across, but we do have the ability to first support various contending powers so they concentrate in themselves with political support, some economic support, military support, advisors, and in extremis, do what we did in Japan, in Vietnam, in Iraq, and in Afghanistan, spoiling attacks. The spoiling attack is not intended to defeat the enemy. It's intended to throw them off balance. What we did in each of these wars, in Afghanistan, for example, is we threw Al-Qaeda off balance. The question on the table for the Russians is, will they retain a buffer zone that's at least neutral? Or will the West penetrate so far in Ukraine that they're 70 miles away from Stalingrad and 300 miles away from Moscow? For Russia, the status of Ukraine is an existential threat. And the Russians cannot let go. For the United States, in the event that Russia holds onto the Ukraine, where will it stop?
Therefore, it's not an accident that General Hodges, who's been appointed to be blamed for all of this, is talking about prepositioning troops in Romania, Bulgaria, Poland, and the Baltics. This is the Intermarium, from the Black Sea to the Baltic, that Pilsudski dreamt of. This is the solution for the United States. Also ich breche das auch hier ab, damit wir hinterher noch mehr Zeit für die Diskussion haben. Da sind noch ein paar schöne Feinheiten drin, zum Beispiel, dass er sagt, Deutschland ist labil, politisch labil oder fragil. Damit meint er nicht kriegsgewillt. Also alle diejenigen, die für diese Hegemonie, für die Ausdehnung der NATO, für das Besiegen der Russen, für das, er hat gesagt, wollen sie nicht schlagen, also defeat, wir wollen sie nur ein bisschen schwächen oder eben Schaden zufügen. Alle, die da nicht einverstanden sind, die sind labil. Die sind nicht etwa friedliebend und sind für eine multipolare Welt, sondern die sind gegen die unipolare, labil. Mehrere so Dinge. Aber man konnte hier also wunderschön auch sehen, dass er einfach sagt, es geht um Macht, um Power Projection. Und das eigentliche Ziel ist, Deutschland und Russland trennen und Russland schwächen. Mit dem Hintergedanken natürlich dann gegen China zum Schluss vorgehen zu können. Sehr viel klarer kann man nicht sagen, was zurzeit läuft. Dieser Ukraine-Krieg wurde 2014 mit dem Putsch geplant, indem man gesagt hat, wir machen jetzt, wie Sie es ja in vielen Ländern davor gemacht haben, einen Regime-Change und die neue Regierung, die ist dann gewillt, diese Russen zu quälen. Das wäre vorher nicht der Fall gewesen. Man konnte vorher Russisch sprechen in der Ukraine, zumindest dort, wo Russisch gesprochen wurde. Da hat man alles, seinen Pass und alles auf Russisch beantragen können. So wie auf der Krim, jetzt immer noch. Auf der Krim gibt es 3 Amtssprachen. Und die Ukraine hat gesagt, wir schaffen das Russisch jetzt ab und die russische Kultur wollen wir auch nicht haben. Und hat sogar, demokratisch wie sie war, die Artillerie geschickt mit ungefähr 14.000 Toten. Das war aber, wie gesagt, ganz im Sinne der USA, dass man hier die NATO eben ausdehnt. Es hat aber nicht zum Krieg geführt, weil Hollande und Frau Dr. Merkel beide gesagt haben, wir werden die Ukraine nicht in die NATO lassen. Die NATO hat ein Einstimmigkeitsprinzip, ein Land genügt und es wird kein Land, kein anderes aufgenommen. Bei allem, was die NATO macht, muss Einstimmigkeit herrschen. Ja, und dann war eben Hollande weg und Frau Dr. Merkel weg und dann ließ sich das machen, dass man sagt, nee, die Ukraine nehmen wir jetzt doch in die NATO auf. Und Deutschland hat nicht widersprochen. Damit hat Russland natürlich ein Problem gehabt. Und zwar das gleiche Problem wie Kennedy 1962. Der hat gesehen, dass die Russen auf Kuba die Raketen stationieren und Gorbatschow sei schon und Putin weiß, dass der INF-Vertrag gekündigt ist, wenn also die NATO jetzt auf die Krim zieht, die Schwarzmeerflotte auswirft und dort ihre Basen aufstellt, dann können dort Atomraketen stationiert werden. Den INF-Vertrag haben ja die Amis gekündigt. Also das wollte er nicht haben und hat daher gesagt, die NATO-Ausdehnung kommt nicht in Frage, das ist eine rote Linie, wie das vorher ja auch Klaus von Donani angesprochen hat. Was hören wir in unseren Medien? Was lesen wir? Nun, der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages sagt, ja, die NATO-Ausdehnung wurde tatsächlich gesagt, findet nicht statt, kein Inch, hat Genscher und Baker gesagt. Aber nur mündlich, das gilt nicht. Und außerdem war es ja noch zu Sowjetzeiten, das haben die jetzt nicht gesagt, sagen andere, war ja nur gegenüber der Sowjetunion, die gibt es ja nicht mehr. Ist das wahr? Nein, es ist nicht wahr. Wahr ist, dass sie das gesagt haben, und zwar sogar im Auftrag ihrer Regierungschefs. Das heißt also, wenn die Russen das geglaubt haben, und sie haben es ja nun offensichtlich geglaubt, dann hat das zumindest politisch eine Auswirkung. Uns wird ja wohl niemand sagen, dass man jetzt dann den 2+4-Vertrag rückgängig macht und die Russen dürfen dafür wieder in der DDR, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, ihre Soldaten stationieren. Die haben sie ja nur deswegen abgezogen, wegen der Zusage. Aber unsere Medien sagen eben, nein, das gilt nicht, das war nur mündlich und außerdem war es nur von den Außenministern und nicht vertraglich geregelt. Nun, die nächste Lüge, denn wahr ist,
dass es nicht nur mündlich war, sondern dass im Jahr 2010 im Zuge der OSZE die Ukraine das unterschrieben hat. Deutschland übrigens auch. Wir hätten also das tun müssen, was Frau Dr. Merkel gemacht hat, nämlich die NATO nicht ausdehnen. Und die Russen haben es natürlich auch unterschrieben. Und die waren froh, dass der Satz drinsteht, dass die Teilnehmerstaaten, ich lese das wörtlich vor, sie werden ihre Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit anderer Staaten festigen, dass das drinsteht. Warum ist das für die Russen so wichtig gewesen? Ja, eben deswegen, weil sie Angst hatten, dass die NATO sich an ihre Grenze ausdehnt. Und das widerspricht eklatant den Sicherheitsinteressen. Da hat auch Kennedy nicht lange gefackelt, Völkerrecht hin, Völkerrecht her. Damit bin ich gleich bei einem Punkt. Ich halte den Einmarsch der Russen nicht für völkerrechtlich legitim. Ich halte ihn für einen Angriffskrieg. Auch wenn die Russen nicht anders konnten, wenn das Herr Burns bestätigt, sie hätten meiner Meinung nach einen anderen Weg gehabt, indem man zum Beispiel gesagt hätte, wenn ihr jetzt die NATO ausdehnt, dann kriegt ihr von uns kein Gas mehr oder andere Dinge. Also man kann auch vor die UNO gehen, man kann viele Dinge tun. Ich bin ein Vertreter der Friedensbewegung, die sagen, es gibt immer eine Alternative zum Krieg. Da irrt Herr Burns. Na gut, Putin hat auf jeden Fall so gedacht wie Herr Burns und hat gesagt, jetzt oder nie. Ich kann ja nicht warten, bis die NATO tatsächlich die Ukraine aufgenommen hat. Dann würde ich ja gegen die NATO kämpfen. Das wollte er überhaupt nicht haben. Den anderen Teil da unten, dass man auch abrüstet, lasse ich jetzt weg, weil das ist sowieso obsolet geworden. Also so viel zur Behauptung, man dürfe die NATO ausdehnen. Warum sagen unsere Medien, müssen wir das aber jetzt? Warum müssen wir diesen Krieg führen? Auch das hören wir ja und wissen wahrscheinlich alle hier im Raum, weil wir ja die Demokratie und die Freiheit verteidigen müssen. Stichwort Demokratie und Freiheit, wie hat das ausgeschaut vor dem Krieg? Es gibt ein Demokratie-Ranking und das wurde mir zugesteckt, bin ich gar nicht selber drauf gekommen. Das sah so aus. Auf Platz 5 Deutschland als funktionierende Demokratie, dann gehen wir runter. 10 Costa Rica, 20 Korea, 30 Slowakei. Dauert ein bisschen. So, und jetzt kommt einen Platz hinter Myanmar, die Ukraine als hybrides Regime. Myanmar, wie gesagt, damals einen Platz davor. Das hat man natürlich geflissentlich geändert. Das Demokratie-Ranking ist ja kein chinesisches, das kommt ja vom Wertewesten. In dem Moment, wo die Ukraine nützlich sein soll für so einen Krieg, kann man sie ja nicht so böse lassen, kann man ja nicht sagen, die kommen hinter Myanmar. Also ist Myanmar jetzt nach unten gerutscht und die Ukraine ist natürlich praktisch eine lupenreine Demokratie, hätte ich beinahe gesagt. Nein, das ist es im Demokratie-Ranking noch immer nicht, aber das ist nicht die Wahrheit. Das jetzige Demokratie-Ranking müsste berücksichtigen, dass die Ukraine damals schon ein hybrides Regime war, vor dem Krieg und danach alle Medien, die irgendwie unabhängig waren, eingefangen hat. Es gibt keine unabhängigen Medien in der Ukraine. Und die haben auch alle Oppositionsparteien verboten. Teilweise sind diese Leute umgebracht worden. 2014 hat man dem Staatspräsidenten angedroht, ihn umzubringen. Der ist dann geflohen, also der ist nicht zurückgetreten. Formal ist er noch immer im Amt. Denn er hätte nach der Verfassung der Ukraine nur zurücktreten können oder eben abgewählt, also außer abberufen werden können. Alles das hat nicht stattgefunden, hat einfach scharf geschossen. Ja, und dann hat er gesehen, wer alles schon gestorben ist von den Oppositionsparteien. Also auf Deutsch, die Ukraine ist mittlerweile eine lupenreine Diktatur. Man kann das entschuldigen mit dem Krieg, aber man kann nicht sagen, es ist eine Demokratie und schon gleich gar nicht Freiheit. Wenn man sich mal anschaut, was die Ukraine mit ihren Russen da machen, ist nichts anderes als Apartheid. Die sagen, die Russen, die ethnischen Russen sind nicht gleichwertige Ukrainer. Und das ist im Grunde nichts anderes als Apartheid, indem ich sage, die haben nicht die gleichen Menschenrechte. Und es gibt Leute, die das durchaus auf den Punkt bringen und die da nicht dieses große Loblied auf die Ukraine singen. Zum Beispiel der Chapeau, ein Schweizer, der sagt: Seit langem ist bekannt, dass die ukrainischen Milizen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen. Die Schweiz hat sie nicht verurteilt. Derzeit beginnen viele ukrainische Kriegsverbrechen von westlichen Zeugen und humanitären Helfern angeprangert zu werden. Und dann bringt er Beispiele.
Ja, was meint er zum Beispiel mit Verbrechen? Ich habe hier gleich eines, wo ein ukrainischer Arzt sagt, ich habe den Befehl gegeben, die Kriegsgefangenen zu kastrieren. Я своїм врачам дав указання, я завжди був большим гуманістом і говорив, що як тільки чоловік поранений, він вже не враг, а пацієнт. Но теперь дуже жорстке указання всім мужчинам кастрировать, тому що це таракани, а не люди. І поверьте, всі врачи, які всі жизнь спасали пацієнта, русські, тут будуть умирати. Also ich breche auch das ab. Solche Dinge, wenn die Russen machen würden, würde ich natürlich auch gerne haben. Weil ich nicht auf einer Seite bin. Ich bin nicht auf der Seite der Ukrainer und nicht auf der Seite der Russen. Ich bin auf der Seite des Friedens. Der ganze Krieg wäre nicht notwendig gewesen. Und wenn aber jetzt das nur von der Ukraine bekannt ist, dann frage ich mich, schlafen alle unsere Faktenchecker? Die müssten das doch von den Russen mal irgendwann im Fernsehen bringen. Kommt aber nichts. Daraus schließe ich, dass die Russen sowas zumindest offiziell nicht machen. Das heißt jetzt nicht, dass ein Einzelner irgendwo irgendwelche Verbrechen begeht. Das natürlich begeht er irgendwo Verbrechen. In jedem Krieg werden Verbrechen begangen. Es gibt in jedem Krieg Vergewaltigung, Mord, Totschlag, alles. Wenn einer aus dem Haus beschossen wird, dann wird auch so ein Russe auf das Nachbarfenster genauso schießen, wo ein Unbewaffneter drin ist. Das ist ein Kriegsverbrechen. Aber es gibt eben niemanden, der sagt, ich möchte, dass ihr die ukrainischen Kinder umbringt oder dass ihr die Gefangenen kastriert, so wie ich das hier gerade vorgeführt habe, wie es das leider bei der Ukraine gibt. Im Fernsehen bei uns übrigens umgekehrt, wenn Frau Wagenknecht sagt, Kriegsverbrechen gibt es auf beiden Seiten, dann sagt der Moderator, ich bin jetzt hier der Faktenchecker und das stimmt alles nicht. Nur die Russen vergewaltigen, die Ukrainer machen das nicht. So läuft es bei uns in den Medien, leider. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, was der Jacques Boyer angesprochen hat, Spiegel Reuters. Was wurde da bei uns berichtet? Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat ein Video gelöscht, in dem Zivilisten zu sehen sind, die aus dem Hüttenwerk Azovstal evakuiert werden. Im Video wurde behauptet, die ukrainische Armee habe sie nicht gehen lassen. Auf seiner Webseite veröffentlichte der Spiegel einen Hinweis, dass das Video einige Unstimmigkeiten aufweise. Es wurde dabei nicht präzisiert, welche Fakten im Material falsch waren. Eine Klärung des Videos sei derzeit im Gange. Hören wir uns an, was eine Frau in dem jetzt entfernten Video über die Zivilisten im Hüttenwerk erzählt hatte. Ich habe eine Frage dazu, warum die Menschen in der Stadt festgehalten wurden. Der Bürgermeister verließ die Stadt und die Menschen wurden in einen Ring gezwängt. Die ukrainische Armee war da und sie ließ die einfachen Menschen, Kinder, ältere Menschen, Kranke, nicht gehen. Wozu das Ganze? Der unabhängige Journalist und Autor Thomas Röber hält die Entfernung der Aufnahme für höchst fragwürdig. Das Problem ist ja, dass der Spiegel in dem Video die falsche Information weitergegeben hat. Er hat die Frau nur mit den Worten zitiert, sie haben aus sich rausgelassen. Der Spiegelleser hat aber wochenlang gelernt, dass es die Russen sind, die niemanden aus dem Stahlwerk lassen. Das hat der Spiegelleser dann auch so geglaubt aus dem Video. Das Problem ist, ich habe das Video im Netz gefunden, habe es auch verlinkt, habe es auch übersetzt. Und die Frau sagte eindeutig, die Azov-Kämpfer hätte sie nicht rausgelassen. Sie hat das mehrmals wiederholt und sie hat am Ende sogar gesagt, die Ukraine ist als Staat für mich gestorben. Und das sollte der deutsche Leser nicht haben. Ja, wir haben im Grunde Zensur im Westen, was nicht gefällt, soll nicht gezeigt werden. Das ist ein ganz klares Beispiel dafür, dass der Spiegel bewusst lügt. Sie hätte es ja richtigstellen können. Sie hätten ja sagen können, oh, wir hatten hier ein Video mit folgender Aussage, das war nicht korrekt. Die Frau hat das Gegenteil gesagt, sie hat die Azov-Kämpfer beschuldigt. Wir entschuldigen uns für den Fehler, wir haben den Beitrag von Reuters übernommen. So hätten sie machen können. Sie hätten sogar sich noch aus der Affäre lassen können. Aber die Menschen in Deutschland und im Westen sollen diese Wahrheiten nicht erfahren. Und wenn so eine plumpe Lüge auffliegt, ja, dann wird sie eben ganz schnell wieder weggelöscht, aber nichts wird erklärt. Dem stimme ich natürlich nicht ganz zu, was er da sagt, dass das Zensur ist, denn Zensur hieße, dass man etwas nicht bringt, dass man etwas abschneidet, dass man nicht berichtet. Wenn man aber einen Bericht bringt, der gelogen ist, die bösen, bösen Russen und dann auch noch so einen Zeugen, oder in dem Fall Zeugin, die eben sagt, ja stimmt, wir wurden festgehalten und dann schneidet, dann ist das ja bewusst gelogen. Das ist ja die Verdrehung der Wahrheit, das ist Verleumdung oder es ist Volksverhetzung. Also Zensur würde ich ja noch halbwegs verstehen, dass eine Zeitung sagt, wir wollen uns hier da nicht jetzt auf die Seite der Russen stellen. Aber dass man wo klar ist, dass es genau umgekehrt war,
dann die Russen beschuldigt für Dinge, die sie gar nicht gemacht haben, das ist in meinen Augen ganz einfach Volksverhetzung. Die Leute gehören ins Gefängnis. Und was machen die damit? Sie befördern damit den Krieg. Sie sorgen dafür, dass der Krieg nicht beendet wird, dass man nicht auf beide Seiten losgeht, sie mögen doch bitte den Krieg beenden, sondern dass man versucht, dass eine Seite die andere platt macht. Wird natürlich nicht gelingen, ist ein anderes Thema, kommen wir vielleicht noch drauf. Das mit dem Zivilisten als Schutzschilde halten, ist natürlich relativ harmlos. Denn in der Regel sind da nicht so viele extrem Alte dabei oder Schwerstverwundete, das heißt, da stirbt keiner. Und wenn dann, wie gesagt, nicht absichtlich, sondern eben im Einzelfall aus Versehen. Ganz anders sieht das aus in Butscha. Und das ging durch unsere Zeitungen ja auch, dass eben dort die bösen Russen absichtlich die Leute ermordet haben. Wie war das bei uns im Fernsehen zu sehen? Was wurde da berichtet? Fassungslosigkeit und Abscheu. Das waren die Reaktionen auf die Nachrichten und Bilder aus der ukrainischen Stadt Butscha. Die USA haben angekündigt, Beweise für Kriegsverbrechen und möglicherweise einen Völkermord zu sammeln. Die ersten Bilder aus Butscha wurden vom ukrainischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellt, aber mittlerweile haben sich unabhängige Journalisten, auch unsere Korrespondentin Katrin Eigendorf, selbst in Butscha umgesehen. Und auch ich kann sagen, mein Eindruck dort vor Ort widerspricht ganz deutlich der Behauptung des russischen Außenministers Lavrov, dass es sich hier um eine Inszenierung handeln könnte. Das ist eine schlichtweg Lüge. Also Lavrov lügt und da ist die Frage, warum lügt er denn? Muss ich nur schauen. So, genau. Das kann man im Zeitalter des Internets ja nachprüfen. Hat Lavrov gelogen, dass das inszeniert war? Oder war er nur überzeugt davon, dass es inszeniert war, weil er selber ja wusste, er war es nicht, also muss das erfunden sein. Er hat es ja den Ukrainern gar nicht zugetraut, dass die Ukrainer das selber waren, dass sie ihre eigenen Leute umbringen. Und da gibt es einen im Internet, der sagt, das ist ganz einfach. Wenn man glauben sollte, das ist kein Russe, das ist ein Ukrainer, der Bürgermeister von Butscha. Denn der hat vor einigen Tagen das im Video verkündet, dass die Russen weg sind. Das war am 31. März. Da waren die Russen tatsächlich weg, der Bürgermeister lügt also nicht. Und der sagt, alles in bester Ordnung und da ist auf dem Video auch keine einzige Leiche zu sehen. Wenn aber der Bürgermeister den Russen ein Alibi gibt, dann kann man davon ausgehen, dass es nur die gewesen sein können, die danach dort waren. Nun gut, das war das Azov-Bataillon, was da einmarschiert ist und was für Gräueltaten bekannt ist. Aber gibt es denn das Video? Kann man das nicht mal anschauen? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Findet man ja im Internet. Tja, da kommt dann Video nicht verfügbar. Dieses Video ist nicht mehr verfügbar, weil das mit diesem Video verknüpfte YouTube-Konto gekündigt wurde. Da sind wir bei dem, dass das Internet eben nicht mehr diese Dinge zeigt. Viele dieser Dinge sind natürlich nur einseitig. Umgekehrt, die anderen Sachen, die sind drin. Da gibt es keinen Verstoß gegen die Kanalbedingungen. Ja, und wenn das immer wieder nicht verfügbar ist, dann fällt uns natürlich ein, was der Präsident des Bundesverfassungsgerichts gesagt hat. Wenn die Medien gleichgeschaltet sind und das Internet kastriert, ist das typisch für Diktaturen und für autoritäre Regime. Aber es geziemt sich überhaupt nicht für den Wertewesten, dass wir diese Dinge nicht sehen dürfen. Oder in Österreich gibt es sogar das Problem, dass ich Dinge, die RT ausgestrahlt hat, unabhängig davon, ob sie wahr oder falsch sind, auch nicht bringen dürfte. Die sagen einfach generell, das kann nur Feindpropaganda sein und das lassen wir hier nicht zu. So, nun würde ich mich natürlich nicht trauen zu behaupten, dass es das Video gibt und dass der Bürgermeister tatsächlich den Russen ein Alibi gegeben hat, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das tatsächlich eben oft gesperrt wird und wenn ich das nicht vorher aufgenommen hätte. Deswegen kann ich das jetzt herzeigen. Den Anfang. Дорогі друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня віддав історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади день звільнення від російських орків, від російських окупантів нашими збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що
цей день є радісний. Радісний і велика перемога. Велика перемога наших Збройних сил на Київщині. І ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо... Also das ist ein bisschen länger, aber es wird sowieso niemand Ukrainisch hier verstehen, fürchte ich. Und das ist auch nicht wichtig. Entscheidend ist, wie der Freude strahlt und dass auch keine Leiche zu sehen ist. Und da ist auch wichtig, dass das gedeckt ist durch andere Quellen. Denn es gibt Leute, die sagen, dann gibt es ein Satellitenbild, da sind Leichen zu sehen. Jetzt muss man wieder prüfen, wer das Recht, der sagt, es gibt ein Satellitenbild, oder der sagt, ich war ja persönlich der Bürgermeister, bin ich ab vier vor Ort, ich errichte gerade alles bestens, keine Leichen. Nun, das mit dem Satellitenbild hat einen kleinen Haken, denn da wurde die US-Regierung gefragt, das könnt ihr doch sicherlich auch bestätigen. Das ist ja nicht nur dieser private Betreiber, der da so ein Bild behauptet zu haben. Die US-Regierung kann das doch sicher auch bestätigen. Und da hat die US-Regierung bedauert, das können wir leider nicht bestätigen. Das heißt also, ob es dieses Bild gibt, ist sehr fraglich. Wenn es das Bild aber gibt, warum wird das nicht veröffentlicht? Warum kann ich das nicht prüfen? Ich würde es gerne prüfen. Wäre auch ganz einfach. Man kann alles checken, man müsste nur schauen. Wenn da ein Bild ist, mit Leichen liegen die genau an der Stelle, wo hinterher die Hunderte von Leichen liegen, die veröffentlicht wurden durch Spiegel und Co. Und wenn die an einer anderen Stelle liegen und auch nicht 500, sondern 5, dann weiß man schon mal, okay, es gibt ein Satellitenbild mit Leichen, aber das hat mit Butscha nichts zu tun, also mit diesem Massaker. Und die ukrainische Polizei hat ja nun auch am 2. April noch, bevor da die eigenen Truppen dann vorgerückt sind, auch ein Video gedreht und da sind ja auch keine Leichen drauf. Hier starten die Herren eine Drohne und verschaffen sich eine Übersicht von oben. Spätestens da hätte man sehen müssen, dass da irgendwo Leichen rumliegen. Und zwar massiv Leichen rumliegen. Das wird in diesem Video nicht gezeigt und es wird auch mit keinem Wort erwähnt. So, da wäre die Frage, wenn die ukrainische Polizei auch nichts findet und wenn sogar die Armee durchfährt mit einem gepanzerten Fahrzeug und da sieht man dann eine Leiche bei deren Tour, dann ist wirklich die Frage, wer hat jetzt recht? Also ich glaube, dass es dieses Satellitenbild nicht gibt und wenn, dann wie gesagt mit viel weniger Leichen an anderer Stelle. Das Massaker wurde mit Sicherheit nicht von den Russen ausgeführt. Da bin ich sicher, dass das vor jedem Gericht standhalten würde, wenn die nicht da waren, die Russen, und vorher keine Leichen waren und die Leichen erst ab dem 2. April. Dann waren es halt die, die am 2. April noch da waren und keine anderen. Und dann kommt noch dazu, dass diese Leichen auch praktisch hintrapiert wurden. Das sieht man auf folgendem Video. Die Frage ist, wie kommt dieses Video zustande, wenn vorher keine Leichen gefunden wurden? Jetzt fährt man durch die Stadt am 2.4. und findet plötzlich Leichen. Wo kommen diese Leichen her? Es gibt eine weitere Fragestellung zu den Leichen, die sehr, sehr interessant ist. Und zwar, wenn wir uns diese Fotos mal genauer anschauen, sehen wir, dass bei den Leichen ständig Care-Pakete gefunden wurden, also medizinische Ausrüstung und Verpflegungsausrüstung, die offensichtlich von den russischen Einheiten geliefert wurden. Also die Russen haben Hilfspakete geliefert an die Bevölkerung und ganz viele von den erschossenen Leuten hatten diese Hilfspakete dabei. Ich stoppe hier mal kurz. Was er nicht anspricht, ist, dass diese Hilfspakete auch nicht irgendwo unterm Bauch rausschauen. Diese Leute sind also erschossen worden und haben dann das Hilfspaket noch oben auf ihren Rücken draufgelegt. Und das sieht man auf den anderen Bildern ähnlich. Das erwähnt er leider nicht, aber das ist für mich nochmal ein Kriterium, dass die nicht nur Hilfspakete dabei hatten, sondern dass man die auch sehen sollte. Ja, auch. Hilfspaket. Hilfspaket, was ist da los? Leute, die gefesselt sind. So sieht so ein Hilfspaket standardmäßig aus. Das macht nachdenklich. Das macht sehr, sehr nachdenklich. Die Russen liefern Hilfspakete an die Zivilbevölkerung. Danach wird die Zivilbevölkerung von den Russen erschossen. Natürlich nicht. Sondern diejenigen, die bekannt dafür sind. Putin hat immer gesagt, die Ukrainer und die Russen sind beide gleich, sind Brudervolk. Die Ukrainer sind nicht unser Feind. Es ist nur dieser rechte Sektor, diese Nazis, die gehören beseitigt. Also auf Deutsch,
Putin hat keinen Hass gegen Ukrainer. Umgekehrt gibt es in der Ukraine diesen rechten Sektor, der hat sehr wohl Hass auf Russland. Nun möchte ich jetzt nicht verhehlen, dass ich das sehr gut verstehen kann. Aber Verständnis oder Verstehen heißt ja nicht, dass man das moralisch oder juristisch dann gut findet und richtig findet oder auch deckt. Natürlich hat Stalin da unten schlimm gewütet, genauso wie in Polen. Denkt man nur an Katyn oder die Finnen haben auch Stalin nicht in guter Erinnerung. Denkt man nur an Karelien. Das ist ungefähr wie die Deutschen in Belgien und in den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg nur wirklich keinen guten Ruf hatten. Das ist okay, aber dann zu behaupten, Putin sei wie Stalin, das ist eben wieder unsere Medienlandschaft. Das stimmt überhaupt nicht. Und jeder, der es wissen will, der muss sich nur die Rede im Deutschen Bundestag 2001 anschauen, wie er stehend Ovationen erhält. Er hat ganz vernünftige Dinge gesagt und überhaupt nicht irgendwie etwas, wo man sagt, das wäre im Ansatz mit Hitler oder Stalin vergleichbar. Aber alle sind sie ja, entweder Hitler oder bei Putin passt besser Stalin. Es war ja auch Gaddafi ein Hitler, es war ja Assad ein Hitler oder ist noch immer einer. Das ist ja in allen Kriegen. Das war auch Saddam Hussein, war auch so ein Hitler. Alle sind sie erst Hitler, damit man den Krieg hinterher leichter führen kann. Und diese Kriegslügen, die erfinden sich ja nicht von selber. Also auch das mit diesen ABC-Waffen, das hat sich ja nicht von selber erfunden. Oder die ganzen Kriegslügen zum Ukraine, zum Irakkrieg hinterher, wo unser Fernsehen alle Berichte, sämtliche Berichte über Irak und Afghanistan gefälscht hat. Unsere Medien, also ich habe nur viel ferngesehen damals, und alle Berichte, ausnahmslos, waren alle gefälscht. Nun, was meine ich damit? Ich meine die Fußzeile, wo unten drunter stand War on Terror. Man hat also das Märchen, dass das ein Kampf gegen den Terror wäre, immer wieder versucht, in unsere Gehirne reinzubringen, und ungefähr bei der Hälfte der USA hat es auch funktioniert. Die Soldaten, die unten gekämpft haben, sagen, sie kämpfen gegen Terrorismus. Also diese Volksverhetzung zum Krieg, die gehört eigentlich bestraft. Den Krieg kann man nicht bestrafen, aber die dazu hetzen, die müsste man bestrafen. Und das sind zum Beispiel bei uns diese Medien, die immer wieder, also Fernsehen, die immer wieder das gebracht haben. Andere Medien haben das auch ähnlich in den Kontext gestellt, nach dem Motto, nach 9-11 müssen die Amerikaner nun haben müssen, haben sie gar nicht mal gesagt, nach 9-11 machen die Amerikaner jetzt vier Militäreinsätze. Und jeder kann den Schluss nachvollziehen, das geht ja gegen diese bösen Terroristen. Alles gelogen. Und zwar, wie gesagt, sämtliche Berichte, die ich gesehen habe. Ich habe keinen einzigen gesehen, wo die Fußzeile gefehlt hat. Das ist offenbar von oben eingefädelt, und dann soll mir noch einer sagen, wir hätten freie Medien. Nein, wir haben von der Politik gesteuerte Medien, wie von der Politik gesteuerte Staatsanwaltschaften. Und deswegen brauchen wir die Basis, die dann mal ein bisschen Ordnung schafft wieder. So, dann komme ich noch zu dem, dass unsere Medien aber nicht dumm sind. Wenn man heute hingeht und sagt, ihr könnt doch nicht so einen Scheiß schreiben, zum Beispiel den hier, ich lese das mal vor. War übrigens nicht die einzige Zeitung, im Miesbacher Merkur stand das genauso drin. Überschrift, das Grauen in Butscha ist noch nicht vorbei. Und dann, kaum ein Ort in der Ukraine ist so zum Symbol für die Brutalität des russischen Angriffskriegs geworden wie die Kleinstadt Butscha. Mehr als ein halbes Jahr nach dem Abzug der Besatzer nehmen die Bewohner ihren Alltag wieder auf. Aber noch immer werden Leichen getöteter Zivilisten gefunden. Auf Deutsch, die gute Hanna Wagner meint also so viele Leichen, dass man sie gar nicht erst gleich alle finden konnte. Und diese bösen Russen. Und wenn man da jetzt hingeht zum Staatsanwalt und sagt, aber die muss doch wissen, dass es die Ukrainer selber waren, ist ja nur mehr oder weniger gerichtsfest belegt. Dann wird der Staatsanwalt sagen, nee, Volksverhetzung ist das nicht, können Sie nicht lesen. Da steht nicht, das waren die Russen. Da steht Brutalität des russischen Angriffskriegs. Wir sollen nur immer wieder daran erinnert werden, die bösen Russen, wie damals in Mariupol, die bösen Russen. Und dann, wenn man den Rest wegschneidet, dann reicht ja, dass man sagt, dieser böse russische Krieg, und jeder denkt wieder an die Russen. Aber das ist wasserdicht, da kann man juristisch gar nichts dagegen sagen, wie die das formuliert hat. Kann ich nur sagen, Hut ab. Und Herr Goebbels würde wahrscheinlich auch ein großes Lob aussprechen. Was würde Franz Josef Strauß dazu sagen? Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt, betreibt das Werk des Teufels. So, und das machen wir ja gerade wieder.
durch Air Defender 2023 sollen wir alle erinnert werden, dass die bösen Russen uns ja angreifen könnten. Und deswegen muss die NATO sich verteidigen und deswegen müssen wir das üben. Natürlich greifen die Russen mit Sicherheit nicht die NATO an. Ich habe schon gesagt, die wollen ja noch nicht mal die Ukraine insgesamt haben. Warum wären sie blöd, wenn sie die Ukraine haben wollten? Und weil sie dann erstens wieder an der NATO-Grenze stehen, dann ist nichts mit Puffer. Und zweitens hätten sie den gesamten Sektor, den rechten Sektor, diese Nazi-Anbieter, die hätten sie dann im Inland. Da wäre Russland oder wäre Putin schön blöd, wenn sie sich das ins eigene Land holen würden. Außerdem, wenn Putin die Ukraine hätte haben wollen, der ist ja auch nicht blöd, der weiß ja auch, dass das besser ist, wenn ein Land noch schwach und unbewaffnet ist, hätte er 2017 haben können. Da war die Ukraine noch nicht von der NATO bewaffnet. Und da war aber schon der Putsch, der war ja 2014. Das heißt, wenn er gewollt hätte, hätte er sich das holen können. Der hat aber keinen Grund gesehen, solange die NATO sich nicht ausdehnt. Habe ich ja vorher erklärt mit Frau Merkel. Nun, nehmen wir noch einen weiteren aufrichtigen Kameraden, nämlich General AD Harald Kujat. Das ist auch kein russischer Agent. Der ist auch nicht von Russland beeinflusst, so wenig wie ich. Ihr müsst wissen, wenn mir einer da irgendwas einredet, wenn es nicht nachts im Schlaf ist. Auf Deutsch, der Harald Kujat war der höchste Soldat der NATO. Da kommt nichts mehr drüber. Vorsitzender vom Military Committee, da kommt nur die Politik drüber. Und der wurde gefragt, wie schaut es denn aus? Russland hat ja keinen Frieden angeboten. Da hat er gesagt, zumindest in der Öffentlichkeit. Allerdings hat der russische Präsident in seiner Rede zur Teilmobilmachung auf einen sehr wichtigen Punkt hingewiesen, der in den Übersetzungen deutscher Medien nicht vorkommt. Da haben wir es wieder. Und zwar hat Putin, er betonte, dass er dies zum ersten Mal in der Öffentlichkeit bekannt macht, gesagt, dass es bereits Anfang April eine Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland über ein Ende der Kampfhandlungen und eine Friedenslösung gegeben habe. Diese Vereinbarung beinhaltete, dass sich Russland aus allen seit dem 24. Februar 2022 eroberten Gebieten zurückzieht, im Gegenzug die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichtet und dafür Sicherheitsgarantien von verschiedenen Staaten erhält. Damit hätte der Krieg bereits im Frühjahr beendet werden können, also früher, letztes Jahr muss ich da ergänzen. Doch er ist nicht beendet worden, weil zu diesem Zeitpunkt, präzise am 9. April, der damalige britische Premierminister Johnson nach Kiew reiste und veranlasste, dass der ukrainische Präsident Zelensky dieses Abkommen nicht unterzeichnete und die Gespräche mit Russland unterbrach. Im Klartext heißt das, dass der Krieg nicht nur überflüssig war, man hätte die NATO nicht ausdehnen müssen. Die NATO hat ungefähr die 15-fache Überlegenheit konventionell gegenüber Russland. Also das auf 16-fach erhöhen ist Quatsch. Es ging offenbar nur darum, wie es ja vorher auch Klaus von Donani angesprochen hat, es sind amerikanische Interessen, den Russen zu schaden und die NATO auszudehnen und Deutschland und Russland zu trennen. Es ist auch so, dass die NATO oder besser gesagt der Wertewesten, also die USA mit ihrem Anhang, dass die diesen Frieden noch nicht wollen oder nicht wollten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt anfangen. Die RAND Corporation sagt schon, wir sollten keine Waffen mehr liefern. Also es kippt gerade. Aber vorher, zumindest wie gesagt, letztes Jahr, wollte man, dass der Krieg auf jeden Fall noch weitergeht. Jetzt ist gerade in Amerika der Streit entbrannt. Soll man jetzt beenden oder nicht beenden? Die RAND Corporation, das ist ja nicht irgendwer, das ist ein Think Tank, der die Regierung berät. Die sagen, es hat keinen Sinn. Auch der Mark Milley, das ist der höchste General der Amerikaner, auch der hat gesagt, die Waffen sind schlecht, weil das hilft nichts. Wir können, egal welche Waffen wir liefern, egal wie viele wir liefern, die Ukraine kann Russland nicht platt machen. Umgekehrt hat er gesagt, dass Russland die Ukraine insgesamt einnimmt. Die Wahrscheinlichkeit hat er auch angegeben mit 0%. 0% ist eine klare Aussage. Ich habe es vorher begründet, diese drei Punkte, warum Russland blöd wäre, wenn er blöd wäre, dann müsste man sagen, ja, 2017 hat er verpennt. Wenn er den rechten Sektor haben will, ist er auch blöd, weil damit hat er ein riesen innenpolitisches Problem. Wie umgekehrt übrigens die Ukraine, wenn sie jetzt auf die Krim sich ausdehnen würde, was nicht stattfindet, hätten ein riesiges Problem mit der Bevölkerung. Das gleiche wie 2014. Und das dritte vorher habe ich schon genannt, dass er dann keinen Puffer mehr hätte gegenüber der NATO. Vielleicht nochmal ein Satz zu dem, wenn die Ukraine jetzt die Krim nimmt oder auch die anderen Gebiete, wo die Russen jetzt leben, also Donetsk und Lugansk,
dann hätten die Ukrainer ein riesiges Problem, weil die Bevölkerung keine andere ist als damals, wo sie schon mal Krieg geführt haben. Ohne russische Armee übrigens dagegen. Da hat die Ukraine verloren. Deswegen hat es diesen Minsk-1-Vertrag gegeben, haben sie nochmal angegriffen, haben sie wieder dann jetzt Lugansk nicht einnehmen können, hat es Minsk-2 gegeben. Hat also gesagt, wenn wir militärisch nicht vorankommen, dann müssen wir halt wohl oder übel aufrüsten. Man hat nicht gesagt, verhandeln und Frieden machen, das hat ja Frau Dr. Merkel hinterher erklärt, das war nur um Zeit zu gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten. Die Russen haben geglaubt, es geht jetzt um Verhandlungen im Sinne von Friedensverhandlungen. Auch ein Völkerrechtsbruch, hat auch General A.D. Kujat ganz klar gesagt, das Völkerrechtsbruch, wenn ich so Dinge hintertreibe. Das hat nämlich die UNO akzeptiert, dieses Minsk II. Und damit ist das Völkerrechtsbruch, wenn ich das hintertreibe und sage, will ich gar nicht, ich will in Wahrheit nur Waffen liefern. Aber so sieht es aus. Und wenn einer jetzt so Dinge sagt, wie es ausschaut, dass die Bundeswehr im Grunde abgeschafft wurde im Jahr 2003 und dass man dafür einen bewaffneten Haufen sich zugelegt hat, weil genau das ist das Kriterium, bewaffneter Haufen hält sich nicht an Recht und Gesetz und nicht an die Justiz. Eine Armee, eine rechtmäßige Armee in einer Demokratie wäre an Recht und Gesetz gebunden. Und zwar sowohl an das Parlament als auch an die Justiz. Beides hat die Bundeswehr ja abgelehnt. Also wer sagt, die Bundeswehr wurde abgeschafft, ersetzt durch einen bewaffneten Haufen. Der Krieg ist von den USA gewollt. Und außerdem hätten, wenn es die Briten nicht verhindert hätten, Zelensky und Putin sich schon geeinigt und hätten gesagt, okay, die NATO wird nicht ausgedehnt und alles ist gut, du kriegst deine Sicherheitsgarantien, gar kein Thema. Putin hätte damals sogar die Gebiete der Ukraine überlassen, damals noch, das macht er jetzt nicht. Da spekuliere ich mal, ich habe zwar Putin nicht gefragt, aber nach allem, was er sich geäußert hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt mit Minsk II einverstanden wäre. Wenn er jetzt einem Waffenstillstand zustimmt, dann wird er meiner Meinung nach sagen, nur wenn die Gebiete, die jetzt strittig sind, unter UNO-Aufsicht in der Zwischenzeit kommen bis zum Friedensvertrag. Und ich denke, es gibt auch nur eine Lösung, das mit wirklich das zum Frieden zu führen, das ist nämlich, dass die Bevölkerung abstimmt. Aber jetzt nochmal, wer das sagt, wie es tatsächlich ist, wie es zum Beispiel auch die Basis sagt, der ist natürlich böse, der ist nämlich ein Delegitimierer. Und da gibt es aus einem Verfassungsschutzbericht folgende Passage. Die Akteure dieses Phänomenbereichs, also da ist Delegitimierung gemeint, zielen dabei darauf ab, wesentliche Verfassungsgrundsätze außer Geltung zu setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates oder seiner Einrichtungen erheblich zu beeinträchtigen. Sie machen demokratische Entscheidungsprozesse und Institutionen von Legislative, Exekutive und Judikative verächtlich, sprechen ihnen öffentlich die Legitimität ab und rufen zum Ignorieren behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen und Entscheidungen auf. Also genau das, was die Bundeswehr tut, was unsere Medien zum Teil auch tun, das darf man nicht. Im Moment, jetzt geht es aber unten noch weiter, da steht, da ist nur gemeint Widerstand gegen staatliche Maßnahmen. Und das ist natürlich ein Hammer. Denn wenn der Staat machen kann, was er will, alle die Dinge, die oben aufgezählt sind, wenn er das machen kann, der Staat, und nur der Privatmensch nicht machen kann, weil es gegen den Staat ist, dann ist das ein einseitiger Schutz des Staates, also wird aus dem Verfassungsschutz so eine Art Stasi. Noch nicht mal Stasi. Der Staat sind wir ja alle. Es ist dann ein reiner Regierungsschutz, wenn das so wörtlich zu nehmen ist, wie es hier steht. Und das heißt im Klartext, dann würde aus dem Verfassungsschutz ein Verfassungsbruchschutz in dem Moment, wo die Regierung alle diese Dinge duldet. Oder wie die Bundeswehr diese Dinge tut. Der Verteidigungsminister nach dem Motto, scheiß auf das Verfassungsgericht, ich schieße trotzdem, auch wenn es verboten ist. Scheiß auf Angriffskriegverbot, wir unterstützen die USA im Irakkrieg trotzdem. Es hat 20 Jahre gedauert, bis der Fokus das überhaupt zugegeben hat, dass Deutschland an dem Irakkrieg beteiligt war. Vorher hat man gesagt, wir haben ja nicht teilgenommen. Und in Afghanistan haben wir über Brunnen gebohrt und Schulen gebaut. Ja, also, das ist wie gesagt das Problem, dass Leute wie die Basis plötzlich ganz rechtsextrem sind und Delegitimierer sind, wenn wir wollen, dass die Sache wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird, wenn wieder rechtsstaatliche Zustände einkehren, auch in der Bundeswehr, gerade in der Bundeswehr, und dass wieder Friede herrscht. Das ist schon schlimm. Vielleicht da noch
weiterer Punkt war da unten gesagt, wurde teilweise wird zum Mord aufgerufen. Ja, stimmt, ich bringe ein Beispiel. Das müssen wir ihm, glaube ich, durch andere Mittel, davon habe ich gesprochen, unmöglich machen. Er darf keinen zweiten Krieg führen und er darf diesen Krieg nicht gewinnen. Er muss untergehen. Und wenn er nicht, sozusagen lebend ausgeschaltet wird, dann muss eben einer im Moskauer Machtsystem eine Pistole nehmen und der Sache ein Ende bereiten. Das ein Beispiel für einen Mordaufruf, der legal, nein, legal natürlich nicht, der politisch korrekt ist. Also wenn man Putin umbringen will, ist okay. Würde man jetzt umgekehrt, egal wen, in der Ukraine umbringen wollen, zum Beispiel den, der die Verhandlungen verboten hat, damit wieder Verhandlungen stattfinden, das geht nicht. Also wir müssen schon die Heuchelei verstehen, dass da der Verfassungsschutz sagt, es wird zum Teil zum Mord aufgerufen. Aber dann passiert nichts, wenn einer zum Mord aufruft, weil er den Richtigen ermordet. Hier sieht man wieder die zweierlei Maß, wo meiner Meinung nach der Verfassungsschutz gleiche Maßstäbe anlegen müsste. Entweder darf man morden oder man darf nicht morden. Wenn man zum Mord aufrufen darf, dann in beiden Fällen. Und wenn nicht, dann muss man doch auch so einen, der so einen sinnlosen Mord haben will, auch einfangen. Zumindest sagen, du, kann man ja dann hinterher das Verfahren einstellen, wegen was weiß ich was. Aber man kann doch nicht so tun, als sei das wunderbar und okay, so wird aber getan. Die werden ja noch nicht mal in Haft genommen wie ein Reichsbürger, der Pfeil und Bogen zu Hause von seinen Kindern hat. Ja, da hoffe ich also, dass der Text bald geändert wird, weil sonst entsteht ja der Eindruck, dass wir im Grunde doch eine Diktatur sind. Das darf nicht passieren. Ja, und dann die vorletzte Folie. Ich habe schon gesagt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einseitig, pro-russisch, will ich eigentlich nicht. Wenn irgendeiner etwas hat, vor allem wie auch die nächste Folie, wo man sagen kann, nein, Putin hat die Verhandlungen verboten oder so, würde ich gerne wissen. Oder wenn einer auf der russischen Seite, egal wer ein Truppenarzt oder was aufruft zum Kastrieren von Kriegsgefangenen, würde ich gerne wissen. Denn natürlich sind sie beide von der UNO ermahnt, sich vernünftig zu verhalten. Die Ukraine kann nicht sagen, wir haben keine Kriegsverbrechen begangen. Dann würde nämlich die UNO nicht die Ukraine auffordern, die Kriegsgefangenen nicht einfach ohne Gerichtsverfahren zu töten. So, und hier geht es nicht um die Kriegsgefangenen, der hat noch eine bessere Idee. Der sagt, also erst muss ich sagen, wer es ist. Das ist ein Herr Scharafmal, der in Kanal 24, also offizielles ukrainisches Fernsehen, gesagt hat: Wenn man uns in Russland schon Nazis und Faschisten nennt, dann erlaube ich mir, Adolf Eichmann zu zitieren. Er sagte, dass man die Kinder töten müsse, um eine Nation zu vernichten. Denn töte man nur die Erwachsenen, wüchsen die Kinder auf und rächten sich. Töte man die Kinder, würden sie niemals erwachsen und die Nation gehe unter. Dann sagte er, die Soldaten dürfen das nicht, wisst ihr ja und so. Aber ich bin kein Soldat. Und wenn sich mir die Gelegenheit bietet, mich an den Russen zu rächen, dann werde ich es tun und mich dabei an die Eichmann-Doktrin halten. Ich werde alles tun, damit weder ihr noch eure Kinder jemals auf dieser Erde leben. Das ist so ein Beispiel, wo ich sage, ich suche ja danach. Auf der Seite der Russen finde ich so etwas nicht. Und das heißt nicht, dass die da nicht auch irgendwo solche Leute vielleicht hätten. Kann ja sein. Aber eben nicht im Fernsehen, nicht im russischen Fernsehen, nicht egal in welchem Programm. Denn sonst hätten unsere Faktenchecker das gefunden. Und zu diesem ganzen Rechtsgeschwurble, was da in der Ukraine dieser rechte Sektor von sich gibt. Natürlich sind wir dagegen. Natürlich bin ich zum Beispiel auch gegen einen Herrn Melnik, der Blumen niedergelegt hat am Grab von Bandera. Und natürlich bin ich auch gegen das Fernsehen, ARD und ZDF bei uns, die behaupten, dass es alles das in der Ukraine nicht gibt. Keinen rechten Sektor, keine Verantwortlichen wie Herrn Melnik als stellvertretenden Außenminister, der rechtsoffen ist. Denn wenn einer Blumen niederlegt am Grab von Bandera, und der Bandera war tausendfacher Mörder, der hat Juden und Russen umgebracht, da gibt es überhaupt kein Vertun. Und der wird gedeckt. Ich bin aber gegen solche Judenhasser und Russenhasser, wäre auch gegen Ukrainehasser, die es aber, wie gesagt, offiziell zumindest in Russland nicht gibt. Ich kann mir vorstellen, dass da langsam was aufkommt, aber es gibt niemanden in Russland, der, wie gesagt, umgekehrt da so eine Eichmann-Doktrin hätte. Und wenn wir also jetzt gegen diesen rechten Sektor sind, in Russland auch dagegen wären, wenn es den dort gäbe, klar, wahrscheinlich gibt es auch irgendwo so ein paar Leute,
Leute, bin ich dann genauso dagegen. So. Was ist dann, weil ich gegen rechts bin, bin ich rechtsoffen? Bin ich ein, habe ich Nähe zu einer Holocaust-Leugnerin, laut Zeitung, laut Südkurier? Der kriegt natürlich eine Strafanzeige, weil das Gegenteil wahr ist. Das Erste, was ich in dem Vortrag damals gesagt habe, ist, dass ich den Holocaust nicht leugne. Wenn also die Leute, die gegen den Holocaust sind, die ihn aber zugeben, die ihn also nicht leugnen, sondern nur verdammen, und die auch jetzt den Russenhass verdammen und nicht, wie die Ukrainer sagen, die müssen wir halt so ein bisschen jetzt da ihrer Sprache und Kultur berauben. Die EU macht übrigens mit bei dem Spiel. Wenn das also so ist, dass man für Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Toleranz ist, dann ist man rechtsoffen. Und wenn man so ist wie Herr Melnik, dann ist man ein angesehener Botschafter in Deutschland, der diskutierenswert und tragfähig ist. Dass der nicht sofort rausgeflogen ist, nachdem bekannt wurde, dass er Blumen bei Bandera niedergelegt hat, ist mir unverständlich. So, und da kommt dann noch dazu, dass unser Fernsehen lieber sagt, wir waren dort, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gefunden. Die behaupten also, den rechten Sektor gibt es nicht. Dafür muss man dann doch ein paar andere Quellen im Internet anschauen. Ich habe zum Beispiel mal die Straßenkarte von Kiew mir angeguckt. Da gibt es ein Bandera-Denkmal, ein Bandera-Platz und ein Bandera-Prospekt. Und es gibt angeblich 50 Denkmäler, die habe ich jetzt noch nicht alle im Internet mir angeguckt, aber es ist glaubhaft. Alle im Westen ist so ein Kreis. Jetzt sind wir beim Letzten, nämlich, wenn wir das schon feststellen, dass das so ist. Die USA wollten den Krieg, die Briten verhindern den Frieden. Die Russen wären genauso wie Zelensky zu Frieden bereit gewesen und dann kommen noch die USA und zerschießen unsere Pipeline, weil wir nicht ganz willig genug waren. Dann müsste man doch sagen, übrigens mir völlig egal, ob die das jetzt mit irgendwelchen Ukrainern zusammen machen oder mit Norwegern, das spielt keine Rolle. Ohne staatliche Hilfe kann man so eine Pipeline noch nicht mal finden, geschweige denn 2 Tonnen Sprengstoff. An die Geschichte mit den 2 Tauchern, glaube ich, ist auch nicht so richtig, ohne Dekompressionskammer, aber gut. Wenn das also so ist, dass wir feststellen, wer hier eigentlich welche Werte vertritt, nämlich die Ukrainer sicher nicht die Freiheit der Russen, und dass die sicherlich Riesenprobleme machen würden, die Leute deportieren, haben sie schon angesagt, die Kinder umerziehen, wenn sie denn da die Gebiete wieder kriegen. Müssten wir dann nicht, sollten wir dann nicht sagen, dann sind die Russen unsere Freunde und die Amerikaner unsere Feinde. Und da sage ich, um Gottes Willen, nein. Wir müssen mit niemandem auf dieser Erde in Feindschaft leben wollen. Wir sollten mit allen auf dieser Erde, einschließlich den USA, und wenn sie uns noch so sehr bedrängen, sogar bekriegen jetzt in dem Fall wohl, sollten wir versuchen, zumindest eine friedliche Koexistenz zu erreichen. Wir können Freundschaft versuchen, muss nicht gelingen, aber friedliche Koexistenz sollte uns gelingen, dass wir nämlich niemand anderen, bei niemand anderem irgendwelche Schäden auch nur androhen. Zum Beispiel Russland wollen wir jetzt ruinieren, das ist ganz einfach eine Straftat. Wer ohne angegriffen worden zu sein sagt, er will Russland ruinieren, begeht eine Straftat. Er kann sagen, ich möchte der Ukraine helfen, ja, aber Russland ruinieren ist kein Kriegsziel, ganz einfach nicht, sondern das ist Hass. Das ist Hass und amerikanische Strategie, also Hegemonie, aber hat mit Völkerrecht nichts zu tun. Und wir sollten nicht so sein wie die. Wir sollten nicht sagen, dass wir die Amis kaputt machen oder sonst einen Scheiß, sondern wir sollten sagen, wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen, mit allen reden und, kommt die letzte Folie, und darauf vertrauen, dass die das selber richten. Zurzeit ist in den USA viel mehr los als in Deutschland, was die Diskussion betrifft. Bei uns, die Medien machen ja die Gehirne sowieso alle platt. In den USA ist das anders. Da gibt's, ich habe die RAND Corporation schon genannt, ich habe den Mark Milley genannt. Es gibt auch einen ehemaligen CIA-Direktor, der heißt Mike Pompeo. Und der hat auch gesagt, also jetzt müssen wir mal aufhören da. Was hat er gesagt? Ich zitiere übersetzt. Als ich Kadett war, wie lautete das Motto der Kadetten in West Point? Du wirst nicht lügen, betrügen oder stehlen oder diejenigen tolerieren, die das tun. Ich war der Direktor der CIA. Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen. Wir hatten ganze Trainingskurse dafür. Das heißt also, der selber sagt, so kann das nicht weitergehen. So wie bei uns zum Beispiel auch Frank Schirmacher. Ich weiß nicht, wer den noch gekannt hat. Das war der Chefredakteur der FAZ, der gesagt hat, ich habe den falschen Feind bekämpft. Damit hat er 2 Dinge gesagt. Erstens,
dass die Zeitungen uns nicht objektiv informieren sollen, sondern dass sie kämpfen, dass sie Kampf um Information betreiben. Und zweitens, dass er auf der falschen Seite gekämpft hat. Also auf der Seite des Wertewestens, der eben nicht die Freiheit und die Gleichheit, die Multilateralität, sondern eben die Unilateralität anstrebt. Und wenn wir jetzt hören, Multilateralismus, das ist doch so eine blöde russische oder chinesische Idee, dann müssen wir sagen, die Leute, die das sagen, die sind genau auf der Seite von denen, die diese Kriege wollen, die diese Hegemonie wollen. Genauso, wenn einer uns angreift, wir seien rechtsextrem, obwohl wir das nicht sind, wo wir sagen, ihr seid genau auf der Seite von denen, die versuchen, die Wahrheit platt zu machen. Das wird euch nicht gelingen. Und zwar deswegen nicht gelingen, was in den USA jetzt losgeht. Bei uns in Deutschland könnt ihr die Leute noch eine Weile unterdrücken, weltweit nicht mehr. Und selbst wenn es in den USA nicht gelingt, USA plus EU zusammen sind gerade mal 15%. 85% der Weltbevölkerung haben das schon längst geschnallt. Das ist nämlich der Rest der Welt. Die Chinesen, die Russen, die Brasilianer und so weiter, also BRICS-Staaten. Ganz Afrika, die haben das alle geschnallt, was da Sache ist. Und die wollen keine Hegemonie der USA. Und ich will es ja auch nicht. Ich will aber gerne jetzt darüber diskutieren. Würde mich freuen, wenn das im Internet viel Verbreitung findet und wenn wir jetzt hier noch eine schöne Diskussion haben, zu der ich aber die Kamera abschalte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Getränke holen und so. Ja. Okay.